Also die Berliner Szene wusste, es eröffnet bald ein Rock'n'Roller. Ich weiß noch, ich hatte so eine wunderschöne Haarfrisur mit Brillantine im Haar und so weiter. Und dann, dein Pennerkissen musst du mal schneiden lassen. Karin Bahl hatte mit ihrem Mann, ihren damaligen ersten Mann, Kalle Gafgus, eine Kneipe gepachtet in der Skalitzer Straße. Unten standen die Nutten, Bülowstraße 29, unten war ein Puff. Also ich war da so 20 gewesen, als ich dann bei ihm meinte zu. Wir haben ja geheiratet des Geldes wegen. Ich war natürlich auch beim Scharbesuch. War ich dabei. Keiner kannte Rosa von Praunheim, der war völlig unbekannt. Es ist meine Wohnung, es ist unsere Wohnung, also von Evelyn und mir. Rosa, was hast du nicht bereut? Das kann man sagen. Steht so, war ich die Punk-Mutter, das muss man schon unterscheiden. Ich selber war ja nicht Punk. Konnte ich nicht machen in meinem Alter und mit meinem Outfit. Damit wäre ich auch ins Grab gehen. Ich war immer zu Gast und ja, und hatte dann oft nachts dann spät noch da gesessen. Es war manchmal ja sehr voll, aber manchmal auch nicht. Und dann haben wir immer so gequatscht. Dann merkst du sofort immer, wenn sie die Nase hochziehen, dann weißt du, was los ist. Ne? Dann kam David Bowie, weiß ich nicht, ob ein halbes Jahr später war oder irgendwie, kam er nochmal mit Dennis Hopper zusammen. Bin ich zum Psychiater gegangen. Wir könnten doch nur über meine Kuren und meine Kurschattenfrauen eine Stunde quatschen, also die hört hier nicht her. Der war voll der Kurfürstendamm. Ja, alles andere kann ich dir ersparen. Ja, so lasse ich es mir hier im Grunewald gut gehen. Sur terre, on m'avait affirmé que Dieu...